Seit den Tagen des Kalten Krieges war der Mond ein Symbol für nationale Größe und technologische Vorherrschaft. Während damals die USA und die Sowjetunion um den ersten Menschen auf dem Mond wetteiferten, hat sich das Spielfeld heute verändert. In den 2020ern treten die USA und China in einen neuen Wettlauf um die Vorherrschaft im Weltraum ein. Die Frage lautet nicht nur, wer zuerst wieder Menschen auf den Mond bringt, sondern auch, wer langfristig das meiste daraus macht. Doch bevor wir uns zu sehr von der romantischen Idee des großen Abenteuers blenden lassen, sollten wir eines klarstellen. Weder die USA noch China verfolgen hier aus rein wissenschaftlichen oder humanitären Antrieben ihre Mondpläne. Beide Seiten haben geopolitische und strategische Interessen im Auge, die, wie so oft, wenig mit einer weißen Weste zu tun haben. Artemis und das Gateway. Fangen wir mit den USA an. Die NASA ist mit ihrem Artemis-Programm drauf und dran, das große Comeback zum Mond zu inszenieren. Doch während die Apollo-Missionen mit einem einzigen Raumschiff und einer Rakete auskamen, ist Artemis ein ganz anderes Kaliber. Die Architektur ist komplexer und setzt auf internationale Partnerschaften. Im Zentrum steht die SLS-Rakete, die mächtigste Trägerrakete, die jemals von den USA gebaut wurde, und das Orion-Raumschiff, das die Astronauten zum Mond bringen soll. Über das SLS habe ich bereits einige sehr detaillierte Videos aus technischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Perspektive produziert, die ich dann natürlich unten in der Beschreibung verlinke. Daher gehen wir hier nicht allzu tief in die Materie. Für jetzt reicht folgendes Zitat von Scott Manley. Das SLS war im Grunde ein Bestechungsangebot an den Kongress, damit dieser der NASA erlaubte, den Crewtransport an private Unternehmen auszulagern. Man nahm das Constellation-Programm, entfernte alles, was keine Unterstützung durch etablierte Akteure hatte, und nannte es SLS. Mit den etablierten Akteuren meint er hier Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsgiganten wie zum Beispiel Lockheed Martin oder Boeing. Trotz aller Kritik ist sie aber der direkteste Weg, den die USA zum Mond haben. Zumindest in den kommenden 5 bis 10 Jahren, bis Starship in Vollbetrieb geht. Damit wir den direkten Vergleich zum chinesischen Programm anstellen können, brauchen wir noch die Nutzlastkapazität. Das SLS ist als das sogenannte Block 1 in Betrieb gegangen. In dieser Form schafft es, 27 Tonnen zum Mond zu bringen. In den kommenden Jahren werden die Weiterentwicklungen Block 1b und Block 2 in Betrieb gehen, die dann jeweils 42 bzw. 46 Tonnen zum Mond befördern können. Zum Vergleich, die Apollo-Rakete Saturn V war dazu in der Lage, etwa 50 Tonnen zum Mond zu schießen. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ein entscheidender Teil der Artemis-Mission ist das Lunar Gateway, eine Raumstation im Mondorbit, die als Zwischenstation für Mondlandungen dienen soll. Dieses Gateway ist nicht nur ein NASA-Projekt, sondern wird auch von der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der kanadischen und der japanischen Raumfahrtbehörde mitentwickelt. Man kann also sagen, dass auch dieser Teil des Projekts eher aus einer politischen statt aus einer technischen Notwendigkeit heraus entstanden ist. Man möchte die Partnerschaften, die über die vergangenen Dekaden mit der ISS aufgebaut wurden, weiterführen. Aber Gateway ist ein ganz eigenes Thema, das ich in meinem nächsten Video behandeln werde. Und dann gibt es da noch das Human Landing System, oder kurz HLS. Für die eigentliche Landung auf dem Mond verlässt sich die NASA auf private Akteure. SpaceX mit dem Starship und Blue Origin mit ihrer eigenen, etwas konventionelleren Variante. Auch dazu habe ich bereits detaillierte Videos produziert, findest du natürlich unten. Beide sollen das Landemodul bereitstellen, das Astronauten von der Gateway-Station sicher auf die Mondoberfläche bringt. Es ist faszinierend zu sehen, wie SpaceX und Blue Origin dabei sind, ein Wettrennen im Wettrennen zu führen. Ein bisschen Kapitalismus im Weltraum, wenn man so will. China und das ILRS. Auf der anderen Seite haben wir China. Ihr Mondprogramm ist ebenfalls ambitioniert, aber strukturell anders aufgebaut. Anstelle einer breiten internationalen Kooperation verfolgt Peking eine Strategie, die eng mit ihren geopolitischen Zielen verknüpft ist.
was sich nämlich gar nicht von der strategischen Ausrichtung des Westens unterscheidet. Allerdings besteht ihre Allianz aktuell noch aus weniger Mitgliedern. Mehr dazu etwas später. Chinas Langer Marsch 5B-Rakete ist das Arbeitspferd ihrer Weltraummissionen. Sie kann bis zu 25 Tonnen Nutzlast in den erdnahen Orbit bringen und hat bereits Module ihrer Raumstation Tiangong ins All befördert. Für die Mondlandungen werden schwerere Versionen dieser Rakete eingesetzt, die die nötige Nutzlastkapazität für bemannte Missionen zum Mond mitbringen. Die Langer Marsch 9 befindet sich aktuell noch in der Entwicklung und wird das Pendant zum SLS bzw. zum Starship werden. Sie soll 150 Tonnen in den niedrigen Erdorbit und 54 Tonnen zum Mond schießen können. Wie auch die USA mit Artemis plant China nicht nur einen kurzfristigen Erfolg. Beide haben zwar nur konkrete Pläne für die nächste Dekade, haben aber bereits die darauf folgenden Jahrzehnte im Blick. Im Rahmen der International Lunar Research Station, oder kurz ILRS, einem Bündnis mit Russland und anderen Partnern, arbeitet China an einer langfristigen Präsenz auf dem Mond. Ziel ist es, bis 2030 eine permanente Mondbasis zu errichten, die als Sprungbrett für zukünftige Marsmissionen dienen könnte. Während die USA mit den Artemis-Accords auf internationale Partnerschaften setzen, ist das ILRS-Bündnis eher von einem anti-westlichen Narrativ geprägt. Peking hat klargemacht, dass es sich nicht dem westlich dominierten Regime von Raumfahrtnormen und Abkommen unterordnen will. Das ist keine reine Feindseligkeit, die den Chinesen aus Langeweile eingefallen ist, sondern ein Ergebnis dessen, wie man China in der Vergangenheit herablassend entgegengetreten ist. Als man die ISS geplant und gebaut hat, hat man sie nicht nur nicht eingeladen, sondern sie direkt davon abgehalten, an diesem internationalen Projekt mitzumachen. Rückblickend ist es das Beste, was ihnen passieren konnte. So haben sie alle Raumfahrtfähigkeiten und die dafür notwendige Infrastruktur unabhängig vom Westen aufgebaut. Nutzlastkapazitäten und technologische Überlegenheit. Wenn man die beiden Programme vergleicht, wird schnell klar, dass beide Supermächte verschiedene Ansätze verfolgen. Die USA setzen auf sogenannte Public-Private Partnerships oder kurz PPP, also ein Zusammenspiel staatlicher und privater Akteure, während China auf staatlich gelenkte Raumfahrt setzt, die eng mit militärischen Interessen verzahnt ist. Public-Private Partnerships bedeuten, dass der Staat mit privaten Unternehmen zusammenarbeitet, um große Projekte zu verwirklichen. In diesem Fall beauftragt die NASA Unternehmen wie SpaceX oder Blue Origin, wichtige Teile der Mondmission zu übernehmen, statt alles selbst zu entwickeln. Die Langer Marsch Raketenfamilie und die chinesische Raumstation Tiangong sind beeindruckend. Doch was die technologische Innovation angeht, hinkt China in einigen Bereichen hinterher. Zumindest oberflächlich betrachtet. Man kann China diese mangelnde Innovation vorwerfen, aber wenn sich gewisse Sachen schon bewährt haben, dann kann man sich die Innovation sparen und kopieren, was gut funktioniert. Soll erst einmal einer nachmachen. Vor allem, wenn man hinterher ist, finde ich es nicht verwerflich, als Aufholmanöver Dinge zu kopieren. Die amerikanische SLS kann in ihrer finalen Konfiguration 130 Tonnen in den erdnahen Orbit befördern, was sie zur mächtigsten Rakete der Gegenwart machen würde. Zumindest solange Starship keinen regulären Betrieb aufgenommen hat. Chinas Langer Marsch 9, die sich noch in der Entwicklung befindet, soll bis zu 140 Tonnen erreichen. Der Unterschied ist also marginal, aber es wird interessant zu sehen sein, welche Nation schneller eine funktionierende Superschwerlastrakete einsatzbereit hat. Privatsektor und Startups. Interessanterweise gibt es auf beiden Seiten private Akteure, die eine zentrale Rolle spielen. In den USA kennen wir sie alle, SpaceX, Blue Origin und ULA, nur um ein paar zu nennen. Doch auch in China gibt es mittlerweile einen aufstrebenden privaten Raumfahrtsektor, der nicht unterschätzt werden sollte. Besonders bemerkenswert ist, dass diese Unternehmen nicht nur für die Mondmissionen relevant sind, sondern auch für den zukünftigen Weltraumhandel. In den kommenden Jahrzehnten könnten private Akteure den globalen Weltraummarkt dominieren. Sei es durch den Abbau von Rohstoffen oder den Aufbau von Infrastrukturen im All. In China sind diese Unternehmen häufig staatlich beeinflusst, was einen großen Unterschied zu den USA darstellt, wo es eine stärkere Trennung gibt.
Unternehmen wie Landspace, Galactic Energy und Deep Blue Aerospace arbeiten an eigenen Raketen, die teilweise beeindruckende Erfolge vorweisen können. Mehr dazu erfährst du in meinem älteren Video über Chinas private Raumfahrtindustrie, das ich dir auch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Artemis Accords vs. ILRS. Die Artemis Accords sind im Wesentlichen der Versuch der USA, ein internationales Regelwerk für die Nutzung des Weltraums zu etablieren. Natürlich unter amerikanischer Führung. Länder, die den Accords beitreten, verpflichten sich zur friedlichen Nutzung des Mondes, zur Zusammenarbeit und zum Schutz von historischen Stätten wie den Apollo-Landeplätzen. Im Klartext bedeutet das, dass die Mitglieder dieses Abkommens sich einig sind, dass das Schürfen von Rohstoffen auf dem Mond legal ist. Kritiker könnten allerdings argumentieren, dass es sich hier um einen Versuch handelt, den Weltraum zu amerikanisieren. Währenddessen hat China mit dem ILRS-Bündnis einen parallelen Kurs eingeschlagen, der das westliche Raumfahrtmonopol in Frage stellen soll. Zumindest soll es einen ernstzunehmenden Gegenpol dazu bilden. Doch die Wahrheit ist, dass beide Programme tief in den geopolitischen Interessen ihrer Staaten verwurzelt sind. Es geht um Ressourcen, es geht um Einfluss und es geht darum, wer die Regeln schreibt, wenn es um die zukünftige Nutzung des Weltraums geht. Sowohl die Artemis Accords als auch das ILRS sind weniger Kooperationen im klassischen Sinne, sondern vielmehr Instrumente, um die eigene Machtposition im Weltraum zu sichern. Mitte 2024 hatten insgesamt 43 Länder die Artemis Accords und 13 Länder das ILRS unterschrieben. Ich zähle sie jetzt nicht alle auf, aber meine Quellen sind unten aufgelistet, falls du nachsehen möchtest. Kosten des Wettlaufs und zukünftige wirtschaftliche Dimensionen. Die Kosten der aktuellen Mondprogramme sind astronomisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch die Frage bleibt, sind diese enormen Kosten gerechtfertigt? Was passiert, wenn eines dieser Mammutprojekte scheitert oder sich die wirtschaftlichen Erwartungen nicht erfüllen? In der Vergangenheit gab es bereits Raumfahrtprojekte, die nicht den erhofften Gewinn gebracht haben, trotz hoher Investitionen. Es bleibt ein gewisses Risiko, das nicht ignoriert werden sollte. Allein das Artemis-Programm der NASA wird bis 2025 schätzungsweise 93 Milliarden US-Dollar verschlingen, wobei jede einzelne SLS-Rakete um die 4,1 Milliarden US-Dollar kostet. Zum Vergleich, das Apollo-Programm kostete damals rund 25,4 Milliarden US-Dollar, was inflationsbereinigt heute etwa 150 Milliarden entsprechen würde. Trotz der hohen Summen scheint Artemis also zumindest im Vergleich zu Apollo kosteneffizienter. Wobei der größere technologische Fortschritt, internationale Partnerschaften und die Einbindung privater Unternehmen eine Rolle spielen. Doch dieser Kostenvorteil könnte trügerisch sein, da die langfristigen Investitionen in die Gateway-Station und das HLS weiterhin final nicht kalkulierbar sind. China hält sich bei den Kosten ihrer bemannten Mondmissionen bedeckt. Doch Schätzungen gehen davon aus, dass das chinesische Raumfahrtprogramm etwa 8 bis 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr verschlingt. Diese Zahl umfasst jedoch auch den Betrieb der Raumstation Tiangong und die Vorbereitung der Mars-Missionen. Selbst wenn China aktuell weniger ausgibt als die USA, könnte sich das mit dem Ausbau ihrer Lange Marsch 9 und der geplanten Mondbasis schnell ändern. All diese Summen klingen nach enormen Ausgaben. Doch verglichen mit der potenziellen wirtschaftlichen Dimension des Weltraums sind sie nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Experten schätzen, dass die globale Weltraumwirtschaft bis 2040 auf einen Wert von über 1 Billion US-Dollar anwachsen könnte. Manche Prognosen sprechen sogar von mehreren Billionen. Der Mond ist dabei nur der Anfang. Ressourcen wie Helium-3, das auf der Erde extrem selten ist, oder seltene Metalle, die in der Elektroindustrie genutzt werden, könnten eine neue Ära der Rohstoffgewinnung einleiten. Dazu kommen neue Märkte in der Telekommunikation, Infrastrukturentwicklung und Tourismus, die alle durch eine permanente Präsenz auf dem Mond befeuert werden könnten. In diesem Kontext sind die heutigen Ausgaben für Artemis und das chinesische ILRS vielleicht weniger eine teure Spielerei und mehr eine notwendige Investition in die zukünftige Wirtschaftsmacht der jeweiligen Nationen. Wer den Mond kontrolliert, kontrolliert womöglich das Zentrum der nächsten großen wirtschaftlichen Expansion der Menschheit. Die heutige Lage könnte man eventuell mit der Kolonisierung Afrikas und der Amerikas vergleichen.
Mit dem großen Unterschied, dass es auf dem Mond keine Völker oder Lebewesen gibt, denen wir schaden könnten. Zumindest nicht, dass wir wüssten. Ein schmutziges Rennen. Es wäre naiv zu glauben, dass hier eine Seite die Guten sind. Die USA haben über Jahrzehnte ihre technologischen Entwicklungen mit militärischen Mitteln vorangetrieben und waren nicht immer transparent über die Ziele ihrer Weltraumprogramme. Schon in den 1960er Jahren waren die Mondmissionen der USA eng mit militärischen Interessen verknüpft. Das Apollo-Programm diente nicht nur der wissenschaftlichen Erforschung, sondern auch der Demonstration technologischer Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion. Ähnlich sehen wir heute, dass auch die modernen Mondprogramme nicht losgelöst von geopolitischen Zielen betrachtet werden können. China hat ebenfalls nicht den saubersten Ruf, wenn es um die Nutzung von Weltraumtechnologie zu militärischen Zwecken geht. Beide Nationen verfolgen mit ihren Mondprogrammen strategische Ziele, die weit über die wissenschaftliche Erforschung hinausgehen. Es geht um Macht, Ressourcen und die Kontrolle über das nächste große Spielfeld, den Weltraum. Aktuell sind über 400 Missionen zum Mond geplant und es werden ständig mehr. Also du siehst, sowohl die Industrie als auch die Staaten meinen es ernst mit diesem Vorhaben. Die Zukunft des Mondes wird nicht von idealistischen Visionen getrieben, sondern von knallharten wirtschaftlichen und politischen Interessen. Aber was denkst du? Welche Nation wird am Ende das Rennen um den Mond für sich entscheiden? Teile deine Gedanken mit mir in den Kommentaren. Ich bin gespannt auf eure Meinungen. Die Frage ist doch nicht, wer den ersten bzw. den nächsten Fußabdruck hinterlässt, sondern wer die Regeln diktiert, wenn es um die langfristige Nutzung und Ausbeutung des Mondes geht. Und in diesem Spiel hat niemand eine saubere Weste. Es bleibt nur zu hoffen, dass alle Akteure verantwortungsvoll handeln und nicht eine weitere Konfliktzone eröffnen. Eindeutige Gewinner werden schwer zu identifizieren sein, denn hier handelt es sich weniger um einen Sprint, sondern mehr um einen Marathon. Erst in 1 oder 200 Jahren werden wir diese Bilanz mit Gewissheit ziehen können. Was denkst du, wie dieser neue Wettlauf ausgehen wird? Schreib es mir in die Kommentare. Bevor ich mich verabschiede, noch der Hinweis auf die brandneue Mars-Chroniken-Website. marschroniken.space ist die Adresse. Geh gerne jetzt drauf, teste die Seite auf Herz und Nieren und hinterlasse uns dein Feedback im Forum. Und jetzt geht noch ein riesiger Dank an alle Kanalmitglieder und Patrons, die den Kanal tatkräftig unterstützen. Ich freue mich, wenn auch du Mars-Chroniken unterstützen möchtest, damit wir weiterhin wachsen und gedeihen können. Mein Name ist Sirwan und das war Mars-Chroniken. Danke fürs Einschalten, Peraspera, ad astra.